Mensch, was freue ich mich. Gleich kommen zwei neue Mähdrescher. Aber Mensch, die müssten schon längst hier sein. 17 Uhr haben wir gesagt. Das ist gleich schon 17:30 Uhr. Wo bleiben die denn? Ich höre was. Da sind sie ja. Wunderbar, so was Schönes. Aber ihr seid viel zu spät. Was habt ihr gemacht? Hallo, Chefin. Hallo. Ja, das hat ein heimlicher Hang. Weil wir sind am Bockwurstständer vorbeigekommen. Da müssen Moin, wir Chefin. anhalten. Moin, Heinrich. Ja, die Schneidwerke werden nachgeliefert. Die sind noch nicht fertig mit der Lackung. Das ist nicht schlimm. Ja, ich Aber habe die neuen gesagt, nicht. Mähdrescher. Aber Nee, Chefin, gucken Moment. Sie sich den mal an, was das für eine schöne Maschine ist. Ist doch toll, oder? Wunderbar. Aber die 30 Richtig Minuten, schön. die werden euch abgezogen. Wieso euch, Stefan, können Sie doch von Heinrich gleich eine Stunde abziehen? Ich bin auch dafür. Dass ich die 30 Minuten abziehe, ne? Ja, scheißegal. Sehr gut. Weil ich werde ja mit Bockwurst bezahlt. Ihr habt nämlich getrödelt. Nee. Aber Chefin, wir mussten ja langsam fahren, wir wollten ja keinen Kratzer reinbekommen, ne? Wir mussten ja alle 3 Minuten anhalten, Chefin, weil du gesagt hast, wir dürfen in der Maschine nicht essen. Da mussten wir immer die Bockwurst und das Fischbrötchen draußen essen. Und deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Aber wunderschön. Das hebt meine Stimmung ungemein. Na, Chefin, drehen Sie doch mal eine Runde damit. Und Günni hatte zweimal die Windel voll, bevor wir losgefahren sind. Ja. Ja. Kann man hier auch mitfahren? Ja, aber da ist noch Folie auf dem Sitz. Und ich mit den Gummistiefeln. Ich war gerade am Putzen. Die Maschinen sehen ja schon wieder schlimm aus. Ja. Heinrich, komm, mach Platz da, nicht, dass er uns Ah, umfährt. Günni, hast du Glück, dass die Eide mit deinem Drescher fährt? Fallen die Krümel auf dem Boden nicht aus mit den Dreckbrocken. Ja. Aber vielleicht fährt ja die Chefin auch noch mit deinem Heinrich. Ich habe ja draußen gegessen. Nee, da liegt noch Bockwurst auf dem Teppich. Setz dich doch mal kurz rein. Jo. Hey, Günni, was schmeißt denn da eine halbe angenagte Bockwurst rein, Junge? Geht's noch? Nein, das ist deiner. Das hast du nicht schriftlich und kannst das nicht beweisen, also ist das deine. Nein. Doch, hier, guck mal, siehst du den Zettel da oben links um die Ecke? Ja. Da steht drauf: Genanalyse, Günnis Wurst. Ja. Alles klar, Heinrich. Und überhaupt, Günni, ne? Sie sagt immer, ja, Lohn abgezogen, hier Lohn abgezogen, da Lohn abgezogen, aber andauernd neue Maschinen auf dem Hof. Hallo, Ja. hallo. Ich Ja, stehe genau hallo. hinter Ihnen, Ja, Herr aber Heinrich. ja. Ja. Chefin? Chefin? Macht ja Ja, auch Günni. nichts. Wie finden Sie den Drescher, den Sie gerade gefahren haben? Der ist wirklich Weltklasse. Ja. Richtig toll. Wenn auch mit 30 Minuten Verspätung seid ihr ja angekommen. Aber es entschädigt mich. Wirklich schön. Lackierung perfekt. Ja, aber Chefin, der Heinrich hat über Funk gesagt, da liegt eine Gehhilfe vor. Ja. Wie bitte? Mensch, die steht ja immer noch da. Hab ich mich erschrocken.
Der Heinrich, der läuft ja auch so schnell rum, dass er denkt, dass man ihn nicht sieht. Ja, er wartet bestimmt auf den Wurstlieferant. War der schon da? Hier kommt kein Wurstlieferant. Das denkst du. Ihr, sie, es. Aber Jungs, hört mal. Wir müssen den Hof auch noch aufräumen. Das muss bis morgen geschehen. Zackig, zackig. Morgen haben wir nämlich ein Bewerbungsgespräch. Es möchte sich jemand vorstellen in meiner Firma. Das würde uns natürlich alle ein bisschen erleichtern. Denn wären wir nämlich zu viert. Ja, wir suchen doch noch dringend einen Schleppschlauch-Spezialisten. Heinrich. Ganz genau. Mit einem durchhängenden Rohr. Ja, Gönni? Heinrich, dann können wir mehr Pause machen. Ja. Nein, noch mehr arbeiten. Ja, prima. Steffen, wird gemacht. Ich bin zufrieden, die Mähdrescher sind da. Und morgen kommt ein Bewerbungsgespräch. Da bin ich gespannt, wer da kommt. Na, wer kommt denn da bloß? Hoffentlich nicht so eine Flitzpiepe mit dem Fahrrad, dann weiß man gleich, was das für einer ist. Naja, sehr sportlich, wenn es mit dem Fahrrad wäre, oder? Ah. Ja, aber Heinrich, wir brauchen doch einen Hausmeister. So, zackig, zackig, jetzt wird hier noch frisch aufgeräumt. Ja, okay. Damit das hier ordentlich aussieht, die Maschinen, die müssen noch sauber gemacht werden. Und morgen kommt das Bewerbungsgespräch. So, Mensch. So, danach könnt ihr dann auch Feierabend machen. Ich werde jetzt ja auch noch putzen, damit das hier morgen flott ist. Wollen ja einen guten Eindruck hinterlassen. Ja, Chefin. Heinrich, danach ist Feierabend. Feierabend, alles klar, bis morgen. Tschüss. Heinrich. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Hoffe natürlich auch, dass ihr euch die anderen vergangenen Videos und Shorts angeschaut habt. Wie immer freue ich mich über einen Kommentar und auch einen Daumen nach oben. Da freuen wir uns alle drei drüber. Und dann würde ich sagen, seid gespannt morgen auf das Bewerbungsgespräch. Tschüss! Tschüss, bis morgen. Bis morgen. Und ich hau ab, weil ich habe Feierabend. 18 Uhr.